Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich teste heute für euch Space Invaders 3D Danger Zone in der Version No Ads, also ohne Werbung. Kostet euch im Play Store 89 Cent und ich werde euch verraten, ob es das auch wert ist und wie das Spiel so ist. Wenn wir uns mal ansehen, von wann das Spiel zum Beispiel so ist, es ist vom... hier sehe ich das, rein hier, ganz unten, es ist vom 6. April 2019, also gar nicht mal noch so alt. Letztes Update auch 20. August 19, also es wird noch immer daran schön brav verbessert, das ist auch ganz gut so. Die Downloads sind nicht so, über 5000 hat es bisher gegeben, das ist jetzt nicht so die Welt. Über dieses Spiel, was gibt es kurz zu sagen? Es ist ein 3D-Space-Shooter-Spiel, soll ganz viele tolle Features haben, soll verschiedene Schwierigkeitsgrade haben, super Stunning Audio steht, also ganz tolles Audio und Boss Battles und so weiter und so fort. Jetzt aber mal genug zur Technik und zu dem ganzen Herumballaber. Wir starten mal. Space Invaders 3D, 89 Cent. Und hier sehen wir auch schon. Ich habe es schon mal kurz angetestet. Ihr seht schon, Zone 1 habe ich schon mal gespielt. Da habe ich schon mal einen Highscore aufgestellt. Einen für mich persönlichen Highscore natürlich nur. Ihr seht auch die Settings, da gibt es die Difficulty Settings. Wir nehmen hier mal zum Beispiel, um zu sehen, wie das so ist, Hard. Audio Settings lassen wir mal alles so. Grafik gehen wir mal auf High. Haptik Feedback, das Ganze gibt es auch mit Vibration, lassen wir auch angehakt. Und dann hätte ich gesagt, starten wir mal rein in die Zone 1. Difficult High. Schauen wir mal, wie weit wir so kommen. Schauen wir mal, um was es hier so geht. So, jetzt sehen wir schon, Press to move left ist hier, Press to move right ist hier, Zone 1 hard. Diese Dinge hier müssen wir sammeln, dann bekommen wir Punkte. Und diese Dinge hier müssen wir erschießen, abschießen, wie auch immer. Und ihr seht auch schon, wenn wir einmal getroffen werden, sind wir nicht gleich kaputt. Nee, links oben gibt es eine Lebensanzeige. Und mit dieser, wir haben auch oft getroffen. Ihr seht dann auch, dass die Lebensanzeige hier runter geht. Schnell ein paar Punkte mitnehmen. Wir haben jetzt noch in etwa das halbe Leben. Und ich glaube, wenn uns dieser Laser hier trifft, haben wir sowieso ein Problem. Hier neben halten wir es aus. Sehr gut, der erste ist mal hinüber. Da, den grünen holen wir uns. Denn der grüne ist, ihr seht schon, Health plus 1, das gibt ein Leben dazu. Wenn wir hier neben diesen Laser uns befinden, können wir den Kerl da oben auch wirklich abschießen. Leben wieder eins dazu. Und das geht sich schon aus. Und er ist hinüber. Hier noch ein Leben dazu. Hier gibt es einen Magneten. Wenn wir uns den Magneten holen, dann kommen all diese Dinge, die wir sammeln können und sollen, direkt auf uns zu. Die werden von uns magnetisch angezogen. Geht aber nicht allzu lange. Hier ist noch ein extra. Das hat mal ganz schnell alles zerstört. Eine Fusionsbombe habe ich dazu bekommen. Die seht ihr rechts oben, ober meinem Rechts-Button. Wenn ich den dann drücke, machen wir dann mal, wenn ein paar Gegner hier sind, dann gibt es quasi eine Megabomb und der Bildschirm wird bereinigt von den Aliens. Hier diese Löcher, die entstehen, da kann ich die Raketen zerstören. Wenn ich einmal getroffen werde, gibt es auch ein haptisches Feedback. Full Speed, jetzt habe ich ein bisschen was. Und jetzt machen wir mal einen Bildschirmlöscher und ihr seht schon, die Fusionsbombe haut gut hin und alle Gegner sind zerstört. Aufpassen auf die Laser, die fahren schon ziemlich rein hier. Und jetzt war ein Anruf inzwischen und bin ich auch schon zerstört. Tja, das war wohl nicht so gut. Aber ihr habt mal einen ersten Eindruck darüber bekommen, um was es hier so geht in diesem Spiel. Restart Game, Exit to Main Menü machen wir mal. Exit Yes. Schauen wir uns mal kurz auch hier die zweite Zone an. Eine kurze Einführung, was wir hier so machen müssen.
Und dann geht es auch schon los. Also quasi in der zweiten Zone, zweite Welt, wie auch immer man das nennen möchte. Magnet, immer cool. Grafisch gut gemacht. Sound auch okay. Gibt es nichts zu meckern. Jetzt habe ich mich hier in der Ecke drängen lassen. Ich nehme mal die Fusionsbombe. Ja, okay. Denn ich habe hier keine Chance, diese Dinge abzuschießen. Hier müssen wir nach links rüber. Hells nehmen wir immer mit. Hier schießen wir mal rein, mal schauen, ob das was bringt. Nee, ich mag das Ding nicht abschießen. Ich muss hier mal ausweichen. Und hier wieder zurück in die Mitte ziehen und hier wieder nach rechts. Ja, das geht. Ihr seht schon, das Ding hier kann ich nicht erledigen. Die kann ich erledigen. Und Magneten. Wieder eine Fusionsbombe. Die werden wir hier mal einsetzen. Jawohl. Das war jetzt Haufen Punkte, die wir dazu bekommen haben. Ui, das waren einige Treffer, die wir wieder kassiert haben. Und sie haben mich erledigt. Schwierigkeitsgrad Hard ist doch schon gar nicht mal so ohne. Aber ich glaube, ihr habt einen ersten Eindruck darüber bekommen, um was es hier so geht bei diesem Game und ob es diese 89 Cent wert ist ohne Werbung. Ich persönlich hätte eher gesagt, nee, für die Dauer ist das, glaube ich, für mich zu wenig Abwechslung, zu wenig Spielspaß. Ich glaube, meiner persönlichen Meinung nach, sind diese 89 Cent hier nicht so gut angelegt. Da kann ich auch, wenn ich es mal probieren möchte, gerne mit der Werbung zurechtkommen. Aber ansonsten war es das für heute. Lasst mir doch eure Meinung in den Kommentaren hier. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr das Ganze? Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Let's Play, es gibt jeden Tag ein neues Video auf meinem Kanal. Ab 18 Uhr oder um 18 Uhr wird es immer online gestellt. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also, bis dann. Liebe Grüße an alle. Tschüss und ciao, ciao.